geht zum ersten Rennen. Morgen, wenn ich fahre, soll sie nicht mehr scheinen, leider. Aber wenn Luca Sonntag fährt, soll sie scheinen. Boden ist besser, wenn sie nicht scheinen. Beide ein bisschen erkältet. Ja, ein bisschen verschleimt. Wahrscheinlich wird Gina auf den letzten Meter noch angesteckt ein bisschen, aber halt nur so ein bisschen Schluckbeschwerden. Ja, tschüss. Ganz schön hier. Ist nicht Niedersachsen, ne? Vorteil am Rennen Richtung Süden. Immer lieber Landstraße, größer Autobahn. Guck mal, drei Blitzer. Die müssen ihr Geld haben. Das ist also Marburg. Schön, schön. Da oben ist wahrscheinlich die Marburg. Oder das da hinten. Nein, das ist ein Sendemast. Das ist ein Sendemast, sowas wie eine moderne Burg. Guck mal, Amateure tun Unfug. Ja, geht nicht zur ATU. Schön, schön. Ach, leerstehende Bürogebäude. Die Zukunft des Stadtlebens. Schön, einfach schön. Ich habe wieder nicht aufgenommen. Irgendwie schaffe ich es ganz oft nicht richtig drauf zu drücken und nicht aufzunehmen. Hier war gerade eine Kulisse. Der Bach war wohl, Plätscher, Plätscher. Die Bäume hängen rüber, Bach rüber. Und nochmal. Das SD-Kern ist gleich voll mit Lukas Naturaufnahmen. Das war's dann mit unserem Vlog. Tschüss. Naturcringe. Mein Vater ist schon da. Die kam gerade aus dem Spanienurlaub. Die Rentner, die haben es gut. Ja, die sind auch ins Fahrerlager gefahren und festgefahren. Aber halt mit einem vollgepackten Camper mit Motorantrieb. Ich hoffe, sind zwar keine Winterreifen mehr drauf, aber das hält den Antrieb ein bisschen schief. Mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen einen Prachtplatz, alles wird schön. Und ich bin so aufgeregt. Ich frage mich, ob das niemals aufhört. Oh Gott. Es ist jetzt natürlich auch lange her, dass das letzte Rennen war, aber es ist ganz schlimm. Wenn du vor Rennen nicht mehr nervös bist, kannst du aufhören, Rennen zu fahren. Das ist normal. Ich denke so, irgendwann ist man noch in einem Alter, da sollte man noch mal entspannter sein. Aber Und dann hat man ja noch diese Situation, ja, lange nicht gefahren und alles nicht so schlimm. Und ja, aber ich mache mich schon komplett wahnsinnig, ganz wahnsinnig. Wir fangen mal ganz locker an, wir machen uns gar keinen Stress. Wir fangen erst im März an zu fahren. Da haben wir nicht so viel Stress beim Rennen, das war schon noch nicht so ein Erwartungsdruck an uns selber. Klappt nie. Ja, aber ich konnte ja auch nicht eher anfangen, weil ich ja nicht durfte, sonst hätte ich es ja gemacht, aber es ging ja nicht. Oh, ja, stimmt. Auch das hat mich davon abgehalten, viel zu trainieren. Wegen der Vorbereitungszeit ist mir gerade noch was eingefallen. Mein erstes Rennen, also nach meiner Pause, nach der Kindheit, bin ich 2 Monate überhaupt Motocross gefahren. Also auch das erste Mal mit Schaltung und so. Und dann bin ich einfach direkt Rennen mitgefahren. Das war gute Vorbereitung noch. Rennen sind das beste Training. Ist halt wirklich so, das hat mich echt damals richtig viel weitergebracht. Da war das aber alles noch so schön, weil da hatte ich ja wirklich nichts zu verlieren. Bin in meinem ersten Rennen Dritte geworden, was der Oberhammer war. Vierte im ersten Lauf, im zweiten Lauf Dritte, damit Gesamtdritte. Man hat halt so mega Fortschritte am Anfang gemacht. Da war alles immer großartig. Denk dran, wenn du morgen scheiße fährst, wird deine B-Lizenz aberkannt. Ja, schade. Da die Strecke, da unten ist Fahrerlager, oder? Unfallgefahr, guck mal. Nicht, dass man da so runterfällt wie dieses Männchen. Man sieht den Boden von hier aus auch nicht, ne? Nein, sieht man nicht. Hoffentlich wirft kein Hobbit einen Stein in den Brunnen. Trommeln aus der Tiefe. Okay, frag mal jetzt nochmal. Nochmal ein bisschen Panorama, Blick drauf. Warum macht man das nicht breiter? Warum graben die immer nach unten nur? Das ist keine 500 Meter breit oder 100 Meter breit. Müsste ich mal ein ordentliches Beispiel an Grevenbroich nehmen, wie man den Tagebau anlegt. Breit. Nicht tief. So. Das wecken sie noch irgendwas Böses da unten. Ach guck mal, das sieht hier aus wie ein Halbemondstadion, der Parkplatz. Da kann man mit dem Transporter nicht runterfahren. Ja, in Halbemondstadion passt es aber. Wir haben so auch so kleine Dächerchen. Ist das eine gute Strecke? Die ist richtig groß. Besser als Süke? Ja. Da kam ich mal zu spät zum Vorstadt, aber da hatte Niedersachsen gab noch keine Vorstadtzeiten. Das heißt, ich bin direkt ans Gatter gerollt und es ging los. Meinst du, die haben jetzt Vorstadtzeiten? Das Gute daran war, dadurch hatte ich keine Zeit nervös zu sein. Das Gatter ist einfach direkt gefallen. Ja, haben die. Die sind jetzt richtig streng. Das ist jetzt WM-Niveau streng. Brauchen Lizenz, ne? Mhm. Was sagst du den Häusern hier? Sind die alle ganz putzig aus? Toll sehen die aus, ja. Ah, da ist der Putz ab, ne? Ja.
So, jetzt ist aber erstmal Schluss wieder mit lustig. Das ist ja nur eine Strecke. Ja, eben. Dann müssen wir dann aufnehmen. Die SD-Karte ist doch gleich voll. Oh, guck mal. Hier links ist Sarah Bergen-Kettenbach. Wie wär's denn mit dem Motocross? Mein Vater hat panische Angst, weil er war das letzte Mal irgendwie zur DM in den 90ern hier. Bruh. Hat sich mit 7,5 Tonner festgefahren. Und er ist jetzt hier und hat sich mit seinem Camper festgefahren. Mhm. Aber hat man vorhin noch mal kurz geschauert, da war das ein bisschen glitschiger. Das war einmal öl. Regelt schon ein bisschen auf jeden Fall. Und einmal drehen, natürlich drehen wir am besten erst, wenn es so ein bisschen getrocknet ist. Ich würde sagen, wir warten kurz, bis die Sonne noch ein bisschen getrocknet hat. Dann fahre ich hier. Ja, wir haben Heckantrieb, da müssen wir das rückwärts natürlich auch schwierig, ne? Aber dann fahre ich am besten so bis da, wo es noch leicht hochgeht und dann mit Schwung zurück. Komm. Die Fahrer ist ein bisschen härter, ne? Da geht's. Aber wir standen ja schon da oben fest. Ja, lass mal jetzt, ich guck mal, Regenrad da, so lange Sonne knallen, lass mal noch ein bisschen trocknen, ne? Schön euch zu sehen! Wo wollen wir denn das Zelt hinstellen? Da, wo wir morgen stehen. Ne, wir schauen jetzt noch ein bisschen, weil es sieht nicht so aus, ist aber unglaublich glitschig. Also wir lassen noch mal hier ein, zwei Stunden Sonne drauf knallen und dann holen wir Schwung und fahren rückwärts rein, weil Heckantrieb ist gut, aber nicht rückwärts. Schönes Loch gebuddelt, ne? Ich mach nichts. Ja! Auf geht's zur Streckenbegehung. Ich bin fast versunken. Bisschen rutschig noch, ein bisschen pamsig. Hier rüber. Nein. Eine gute Hose. Wachsboden. Juhu. Hellbraun ist besser als dunkelbraun. Man denkt dann immer im Süden, wird hier richtig Rut City. Aber meistens hast du dann eine Rille innen und der Rest wird einfach nur knüppelhart. Für den Doppelberg auf. Juhu. Ist das tiefe Pampe oder ist das oben drauf hart getrocknet? Ich glaube irgendwie Pampe, weil das ist sehr nass. Aber keine Ahnung. Zum Glück. Oh, ist hart, ne? Du könntest gar nicht einschätzen, kann man, dass du reinspringst, flupp. Ein bisschen fein. Ja, ist ganz geil. Aber mit der Kleinen ist schon, muss schon ziehen. Wenn das beim Abgehen schon so aussieht, als wäre es schwierig, kommt man meist beim Fahren drauf zu und denkt sich, oh Gott. Vielleicht jump ich da genau gegen. Guck mal, Gina. Wellen mit Pfützen dazwischen. Hi. Das wird mir Spaß machen. Also viele Sachen wie halb hingeschoben, oh, es fängt an zu regnen, scheiße. Nicht zu Ende gemacht. Aber es ist ganz. Könnte schlimmer sein um die Jahreszeit. Schöne Blockpasskurve. Kannst du gut, ne? Ja. Einen Blockpass bekommen, ne? Also Boden ist schon prime. Soll heute nicht mehr regnen. Ich hoffe, die können noch ein bisschen rübergrubbern, weil da sehen viele Sachen echt aus wie. Wir haben es in Form geschoben, aber noch nicht komplett fertig modelliert. Hat die Woche bestimmt auch hier ab und zu geregnet. Boah, ist noch schlimmer. Clever, die Jungs. Und wir nehmen der Strecke hier und da mal einen kleinen Regenablauf gemacht. Gina, nicht da reinfallen, ne? In dieses Wasserloch neben der Landung. Na, sie wird da morgen reinfallen. Und Schlamm. Im Schatten ist scheiße, ne? Es wird irgendwas fehlen, dass die Strecke trocknet. Ekelhaft. Ja.
gut, dass hier die Kids nicht als erstes fahren. Und das war eine Runde in Abergen. Alles gemerkt? Ja, jetzt bin ich nicht weniger nervös. Nee, natürlich nicht gemerkt. Ich kann mir das nicht alles merken. Ich kann das immer nur beim Fahren. Das ist so schwer. Ich bin so neidisch auf die Leute, die hier schon mal waren. Und nicht vor 10 Jahren. Nur Klopfgalosch. Rills in so Fahrerlager. Noch sind wir nicht festgefahren. Samstag früh. Aber Stand jetzt fahre ich heute kein freies Training. Okay, ich schrecke zwar nicht, aber bin ich Gina. Mehr Verläufe schnell merken. Ja. Ich glaube, das lasse ich mal. Das ist nice, ne? Prison Section ist noch unter Wasser wie gestern. Zusätzlicher Faktor ist halt auch, man weiß noch nicht, ob wir mitfahren dürfen, freies Training. Guck mal, nur wenn die Klasse nicht voll ist, ist drauf zu spekulieren, sich umzuziehen. Macht keinen Spaß. Bist du eigentlich nervös? Ja, sowas von. Ganz komisch, weil halt auch neue Strecke. Also klar, ich war hier 2012, aber ich erinnere mich an nichts. Luca kann die Strecke noch einmal abgehen, schon besser als ich. Und dann denke ich, oh nein, die anderen, die sind hier schon länger immer eingeschrieben. Ich kenne die alle in- und auswendig. Und Trink doch ein bisschen Kaffee, das wird dich beruhigen. Klar, ich mag keinen Kaffee. Die einzige Lehrerin, die weder raucht noch Kaffee trinkt. Du sitzt einfach im Lehrerzimmer, einfach still in der Ecke und alle gucken sie seltsam an. Ja, genau so läuft's ab. Grüße an meine Kollegen. Rails auf der Strecke. Rails im Fahrerlager. Was wird schwieriger sein nachher? Aus dem Fahrerlager rauskommen oder aus der Strecke? Achtung, Fahrerlager, ich bitte unsere MX1-Nationalpiloten, sich fertig zu machen und in den Vorstand vorzuziehen. Viele Smoker, ist immer gut. That we want and nothing can stop us. I got the ball, not gonna drop it. No one can take this away from us. That's a promise. Can't let this moment slip away. Can't have that on my conscience. Ärger mich. Ich bin direkt in der ersten Kurve hingefallen und dann war schon so richtig scheiße. Ja. Alles Vertrauen weg. Am Losfahren ist richtig gemacht, hinter die schnellste hintergehangen, also mit Abstand um die erste Runde gekommen. Und dann in der ersten Kurve, da wo halt auch alle lagen, das sind richtig tief schlammige Rillen. Wir gehen ja gleich mal hin, gucken das mal an. Und dann ist da eine hingefallen in der Runde. Und dann war durchgehend da Red Cross Flag und ja, man gelbe hat Flagge. So richtig abgebremst und obwohl sie neben der Strecke außen lag und
Ja, aber ich meine, mir da auch nicht zu Schulden kommen lassen. Ist Amateurin, geht um nichts. Lieber sicherer, aber wo ich auch da liegt neben der Strecke außen, könnte man jetzt gelbe Flagge gehalten und wird reichen. So was lieber nicht. Ja. Vorsicht. Aber rennen kannst du besser. Ich hoffe es ja wohl. Ja, wirklich sieht Mobbing gut aus. Soll heute regnen, aber hoffentlich erst nach Ginas zweiten Lauf. Und hoffentlich nicht so viel, weil ich will morgen hier bitte keinen Schlamm rein. Gina freut sich total, weil die 20 langsamsten aus der Clubsportklasse noch bei den Frauen mitfahren dürfen als B-Finale. Juhu, das Feld wird voller, das ist ja toll. Das ist schön, ne? Die 20 wildesten Fahrer wahrscheinlich des Tages fahren noch bei euch mit. Das ist echt toll, ich freue mich so sehr. Geil. Bist du gestürzt? Ich bin ganz kaputt. Willst du schlafen? Ja. China, glaube ich. Zweite hat leider gleich Johanna Neusis vorbeigelassen. Mal gucken, ob das ganze Rennen gesteinigt wird oder sie noch überholt. Wir haben uns übrigens gerade gegen Rolloff entschieden im letzten Moment. Ich hoffe, es fängt nicht an zu pissen, dann ist Gina bestimmt sauer. Gucken, wie es wird. Sandra Veni ist vorne eh weg. Die ist fix. Wo ist Gina am Start? Ich glaube 5 oder so. Okay. Hätte Gina durchgezogen, hätte sie Holstopp gehabt, aber hat lieber Sandra vorbeigelassen. Ja. Raus in den Busch! Oh, Gina. Krampfig ist fuck. Bus. Ich bin im Regen in der Helferzone stehen. Gut gemacht. Ärgert mich ein bisschen. Dass du immer hier vorne alle vorbeilässt wieder. Alles gut. Ja.
Ich hatte dann ein bisschen Struggle mit Überrundeten. Da waren manchmal blöde Stellen. Du konntest drei Runden lang den Tail nicht springen. Vor allem da so runter, das war halt echt scheiße. Aber du hast hier oben bis so hart dran gefahren. Ist der Boden jetzt besser als im ersten Lauf? Ich wollte es doch schön haben und dann besser machen. Also es könnte schlimmer sein. Es könnte aber auch dolle besser sein. Mal schauen, was du draus machst. Zweiter Lauf. Schlamm. Mal gucken. Hast du Spaß, Pauli? So, das ist hier. Hohe Madame. Wir sind stecken geblieben in der Rille bei der Anfahrt. Jetzt sind dir Duro-Skills gebracht. Von hier aus sah es nicht schlimm aus, die Rille. Ey, das ist halt lächerlich ohne Einfluss. Start 2. Fiona vorbeigelassen wieder, weil sie in der Rille stecken geblieben ist. Da muss Fiona auch einen Fehler gemacht haben, weil jetzt ist Gina wieder Zweite. Ja. Sandra ist vorne weg. Mal gucken, ob es noch spannend wird oder ob die drei jetzt einfach so ein Ziel kommen. Das ist eigentlich das Beste für alle Beteiligten. Kein unnötigen Stress. Macht Spaß heute? Richtig gut! Cool. Sieht ganz gut aus. Auch noch viele Runden. Na, Spaß. Doch fahren können. Hä, wie cool, dass ich mich da selber sehe. Kann ich doch gar nicht. Ich muss ja dann auch noch putzen. Ich muss beide Mobbes putzen. Ja. Bei Gina am Montag wieder Schule, bei den vierjährigen Freunden NRW. Also als Lehrerin. Ich habe morgen mal freigenommen, weil ich dachte, Montag noch mal freigenommen. Ich dachte, ist dann clever. Aber hat das eigentlich nicht fürs Putzen eingeplant. Sensationell. Oh, er rollt sich auf einen Parcoursportler auf. Spaß, Spaß, Spaß. Anfang für die Kurve. Schrecken geht sonst halt eigentlich, ist alles recht schwierig. Hast gut Pampa-Moppe dran, aber nicht so richtig zu verschlampt. Aber die Kurve ist echt hart. Die 20 langsamsten aus der Handyklasse, die mitfahren. Ich glaube, hier sieht's gerade. Oh nein. Sie direkt hinter dem Mädchen. Jetzt müssen wir die richtige Rille entscheiden. Take your time. Take your time. Halt alles. Okay.
Verhalten so gerne hat gegen fünf Flammen. Ich bleib hier stehen, ist am interessantesten. Weiter darf ich dann. Auf welchem Platz ist du wie inzwischen? Jetzt auf 4 vor, aber weiter geht noch nicht. Ja. Wie lange ist noch? Also letzte Runde, wenn jetzt die Sandra. Wuhu! Hat so viel Spaß. Motocross ist einfach der beste Sport der Welt. Wir haben immer nur Spaß. Sitzen und drauf, geben Gas, das ist quasi. Was ist denn morgen? Wird geil, wenn der jetzt so ist. So, ist vorbei. Gina hat zweiten gemacht. Gesamtzweite. Erste Rennen seit 10 Monaten. Gut. Und da kommt sie auch schon. Sie hat schon den Spaß ihres Lebens. Ist lecker. Ist aus! War gut aus. Fand ich eigentlich nicht gut, aber es lief ja gut. Was war der erste Kurve? Oh. Die Rille sah doch gut aus von außen. Die war richtig tief, die ging gar nicht. Die war der Horror, Schatz. Die war also richtig scheiße. Die Innenrille-Kurve an sich sah, glaube ich, ganz gut, aber bei Vielleicht habe ich eine andere genommen, die war so tief. Du hast, glaube ich, eine Anfahrt, so ein richtig tiefes Loch, du bist stecken geblieben. Nicht so toll. Mal Fuß weg. Oh, es geht ja noch. Also, schon nach Schlammrennen schlimmere Mopeds gesehen. Das Ding ist, du hast die guten Reifen mit Mousse. Die muss ich mir jetzt reinstecken. Hast du meinen Stollen halbwegs gerade gelassen? Ja, muss aber reichen für morgen. Ich fand mich eigentlich nicht gut und dachte, ich kann Dinge besser machen. Was war los? Noch gefallen? Nee, ne? Nö. Ich muss nur, dass ich jetzt langsamer reise. Wo bist du erste Runde vorbeigekommen? Hast du einen Struggle oder? Ja. Dachte ich mir, war ich in Lücke und dann? Oh, Gina kommt mit zweite. Naja. Aber ist auch scheiße mit Schlamm. Ich hätte es lieber auch nochmal anders gehabt. Ja. Aber das ist, ich hab erst hinten auf Seeplatz. Und dann halt. Ja, dann ist doch egal. Bevor ich hinfall oder so. Ist echt so. Deshalb sind ja genug Leute hingefallen. Ich hatte da auch immer ein bisschen Panik, wenn ich auf die zukam. Ich so, nein. Aber unten ist doch die Rille, die ich fahren möchte. Ja, genau. Oh nein. Man weiß ja, wenn man hinten fällt, kann immer noch alles passieren. Ja. Deswegen sagt Luca auch vorher, wenn ihr jetzt am Anfang hinfällt, dann soll nicht was sein. Irgendwer bleibt mal stecken und dann denkst du, er ärgert sich zum Ende, wenn du nicht durchgefahren bist. Ja. Ernie, bei euch auch alle? Ja, alle. Julien, bei Frauen werden auch alle geehrt. Alle 20. Diese Kinderklasse. Ja, eine Medaille aber. Platz 4 bis 20 Medaille. 4. Fängt sich nie richtig an. Kommt ja auch nicht verletzt. Ja, eben. Ja. Reizen, heizen. Dabei ist alles. Zeig mir, wie ich stehe. Halt durch. Komm, jetzt geht's Chagolando. Die Stadtnummer 743, Marvin Müller. Medaille? Nein!